Test, Test, hörst du mich gut? Okay. Wir sind heute auf dem OSI in Königsbrunn am Finaltag. Hinter uns läuft gerade die Kinderklasse, V6 glaube ich. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, was hier heute so passiert und was für Leute hier so reiten, was denen gut gefällt. Und ich würde sagen, lasst uns gehen. Werde ich verfolgt? Werde ich verfolgt? Wir gucken mal, hier wird im Hintergrund, hier wird schon Pferd fertig gemacht. Und vielleicht ist da ja auch jemand bereit für ein ganz kleines, kurzes Interview vor der Prüfung. Guck mal, hier haben wir schon das allererste Opfer gefunden. Bist du gerade und machst dich fertig für eine Prüfung? Ja. Was reitet man? Ich komme mal zu dir durch. Ist hier Strom drauf? Okay, gut. Wer bist du denn? Also wie heißt du? Ich bin die Sarah und es ist der Quertür. Okay, welche Prüfung reitest du jetzt? Ich reite jetzt das Finale der V2. Okay, sehr gut. Was gefällt dir denn hier besonders gut auf dem OSI Königsbrunn und warum reitest du hier? Weil wir aus der Nähe kommen, wir stehen an der Lechleite und es bietet sich natürlich an. Und ich finde einfach die Atmosphäre hier immer sehr schön. Hat bis jetzt alles gut geklappt? Scheinbar ja, du bist im Finale? Ja, außer das Wetter. Das Wetter war nicht so gut? Am Freitag war es wirklich nicht angenehm. Okay. Was erhoffst du dir jetzt für dein Finale? Dass es besser wird wie in der Vorentscheidung, dass er durchlässiger ist und ja. Dann drücken wir dir ganz viel Daumen und viel Spaß. Wir werden dich auf jeden Fall verfolgen. Wir sind hier an einer der wichtigsten Stationen auf dem Turnier. Falls ihr schon mal Turnier geritten seid, wisst ihr vielleicht, um was es sich hier im Hintergrund handelt. Aber das wird uns jetzt, glaube ich, mal ganz kurz erklärt. Was macht ihr denn hier? Also wir verteilen die Armbänder für die verschiedenen Gruppen. Heißt, jede Gruppe wird festgelegt, wer welche Farbe hat. Und da müssen wir eben darauf aufpassen, dass jeder die richtige bekommt. Und wir geben auch dem Sprecherhaus immer Bescheid, wenn alle da sind, dass der Zeitplan einfach eingehalten werden kann. Warum brauchen wir denn diese bunten Armbändchen auf dem Turnier? Die Richter müssen ja wissen, wer ist. Und es unterscheidet sich dann einfach leichter, wenn der Richter sieht, okay, die eine Person hat grün, die andere blau. Und dann kann man das leichter zuordnen. Okay, und diesen Dienst macht ihr, glaube ich, freiwillig, oder? Ja, den machen wir freiwillig und gerne. Und wie sind so eure Arbeitszeiten hier am Wochenende? Von Anfang bis Ende. Also alle Tage von Anfang bis Ende. Also ich glaube 3 Tage, ne? Freitag bis Sonntag. Genau, und ein bisschen abbauen dann noch am heutigen Tag und dann haben wir Feierabend. Wir sagen auf jeden Fall im Namen von EasyFlix danke und auch im Namen von allen, die hier sind, weil wir wissen, wie viel Arbeit das ist und ohne euch würde so ein Turnier nicht funktionieren. Mega cool, dass ihr hier die Stellung haltet. Gerne. Dankeschön. Noch jemand ganz Wichtiges, ohne die ein Turnier nicht funktionieren würde. Ich sehe hier schon ganz coole Sachen. Ein Pokal für mich, den habe ich mir bestimmt verdient, ein Scherz. Was macht ihr denn hier auf dem Turnier? Wir verteilen die Preise und dürfen gratulieren. Und das ist eine schöne Aufgabe, die macht euch Spaß? Ja, die macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ist das ein Ehrenamt? Ja, ja. Okay, und das heißt, ihr seid das ganze Wochenende wahrscheinlich hier am Start, ne? Ja. Was können denn die Teilnehmer hier so Cooles gewinnen dieses Wochenende? Also wir haben einen richtig schönen Tölter aus Stein mit Inschrift. Natürlich die Schleifen, gell? Die passen die goldene Schleife dazu für den ersten Platz. Und dann haben wir noch ein paar Sachpreise. Jetzt zum Beispiel für die Kinder, Bücher, CDs und ja, alles Mögliche. Also der Pokal ist auf jeden Fall sehr schön, den würde ich sofort nehmen. Ja. Und die Sachpreise auch. Ich glaube, da findet man immer jemanden in seinem Freundeskreis, der den nehmen würde. Ja. Ihr selber seid aber nicht geritten? Doch. Ja. Ja, ihr seid auch geritten? Und wie war's? Sehr gut, also ich bin zufrieden. Ja, sehr gut. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Ich weiß, ihr müsst jetzt gleich rennen. Hier ist die nächste Siegerehrung. Dankeschön und noch einen schönen Restsonntag. Dankeschön. Tschüss. Aus dem Siegesinn der Geschichte. Vor allem machen der rechte Abschlag hand. Und abgestanden. Der Läufer, grüner Start, grüne Spannung, ein Fuß und kurzer Friedenschritt. Und dann gibt es hier noch alles und schlägt den Lüfter. Der Riemen eingekannt, die Schlüssel, ja, mittlerweile 50 Zentimeter liegen. Schwimmen über die Ziellinie durch. Vielen Dank. Vielen Dank für den Spaß. Wir kommen, wir attackieren die Gruppe in Gleichschritt elastisch. Schon
Noch was ganz Wichtiges auf dem Turnier, falls ihr schon mal Turnier geritten seid. Habt ihr das schon mal gesehen? Die Startlisten hängen hier aus. Falls sich nämlich doch noch mal was ändert und ich doch nicht in Gruppe 1 bin oder doch nicht in der letzten Gruppe oder so, wird das hier an die Pinnwand gehangen, sozusagen super hilfreich auf dem Turnier. Also watch out, hier hängen die Starterlisten direkt an der Ovalbahn und neben dem Abreiteplatz, also super praktisch gelegen. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal weiter und gucken mal, was es hier so für Stände gibt, ob wir irgendwas Spannendes zu kaufen finden für uns als Easyflix. Man kann ja nie genug von allem haben, oder? Die sind gerade noch beschäftigt, wir warten noch ganz kurz. Ich glaube, die kenne ich sogar. Ihr seid bereit? Wir wollen hier mal gucken, was man hier so Schönes kaufen kann und ob auch was für uns dabei ist. Ist nämlich auch immer wichtig, finde ich, auf dem Turnier, dass es tolle Stände gibt mit tollem Zubehör. Ja, und wo sind wir denn jetzt hier? Was für einen Stand haben wir denn vor uns? Das ist der Stand von Islandpferdezeug. Und hier könnt ihr Zubehör rund ums Islandpferd und den Reiter shoppen. Sieht auf jeden Fall nach einer vielfältigen Auswahl aus. Was würdest du denn mir so empfehlen? Was könnte ich gut gebrauchen? Oder was ist dein Lieblingsstück? Also unser Lieblingsstück und auch der Verkaufsschlager sind unsere tollen Glitzerhalfter von Nordic Horse. Gehen wir mal hin. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann zeige ich dir die mal. Dürfen wir einmal kommen? Hier sind schon Kunden, die wollen die nämlich auch kaufen. Genau. Ich sehe das schon. Also wir haben hier die tollen Glitzerhalfter von Nordic Horse in den verschiedensten Farben und perfekt im Sonnenlicht glitzern die wunderschön. Also mir gefallen sie auf jeden Fall und ihr habt da auch noch ganz viele schöne andere Sachen. Was habt ihr sonst noch so dabei? Einfach mal nur für einen groben Überblick. Wir haben Trensen, Satteldecken, Abschwitzdecken und für den Reiter haben wir Handschuhe und Reithosen dabei und ein paar Accessoires, zum Beispiel Tassen oder Müslischalen. Und wer jetzt nicht vor Ort ist, kann der bei dir auch online bestellen? Genau, online bestellen. Wir haben zwar noch keinen Online-Shop, aber auf Instagram freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Ganz lieben Dank, noch guten Verkauf heute am Sonntag und bis bald. Bis bald, mach's gut, danke. Weil wir hier alle Stände kennenlernen wollen, sind wir jetzt am nächsten Stand. An was für einem Stand sind wir denn hier? Wir sind beim Stand von Isknapper. Isknapper habe ich schon mal gehört. Was macht ihr denn genau? Wir sind ein kleines Familienunternehmen und wir machen ganz viel Kleidung für den Reiter und auch Zubehör für das Islandpferd. Versuchen dabei sowohl ein bisschen Nachhaltigkeit als auch Schönheit zusammenzubringen. Natürlich. Und das für den Reiter für einen angemessenen Preis zu gestalten, wo aber auch Preis und Leistung natürlich zusammenhängt. Also langlebig, schön, individuell. Unsere Designs sind alle selbst entworfen, von meiner Mutter erst per Hand gezeichnet, dann digital weitergebracht. Wir entwerfen die Schnitte. Und es soll am Ende natürlich auch noch schön ausschauen. Klar, das ist immer gar nicht so einfach. Hast du mal Lust, uns ein paar so deiner Favorite-Teile zu zeigen? Natürlich. Sehr gut. Und zwar hätten wir hier schon das allererste. Das ist nämlich das Neueste. Das ist Sunna, unser Funktions-Shirt. Das habe ich. Sehr schön. Ja, das hatte ich in Amerika an. Und weil die amerikanischen Islandpferdereiter so begeistert waren, haben wir es dann auf den Markt gebracht. Und unser Verkaufsschlager Nummer 1 ist unsere Eve, unsere Reitleggings. Es ist hier jetzt gerade in Taube das angeraute Modell für die kälteren Tage. Mhm. Sehr geil, sehr schön. Gibt es das auch in Turnierfarben? Wir sind ja hier heute auf dem Turnier, also so in Weiß oder Schwarz? Wir haben in Schwarz mit und ohne Besatz. Das hier ist die ohne Besatz-Version, wer keinen Grip mag. Dann in Bunt. Und wir haben sie auch in Weiß, nur ich glaube, die hängt hier gerade nicht. Aber wir haben sie auch in Weiß mit schwarzem Besatz, damit man ganz entspannt wieder vom Pferd runtersteigen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, wie dahinter los. Dass man dreckig geworden ist. Ja. Ich habe noch eine Sache gesehen, da müssen wir unbedingt hingehen. Ihr habt nämlich so bunte No-Turns. Echt? Hast du die gesehen? Die habe ich gesehen. Können wir uns die mal angucken? Ja, können wir uns angucken. Okay, wir laufen am besten um die Menschen außen rum. Ja, wir laufen hier mal außen rum. Genau. Hier sieht man auch einmal noch unsere weiße Eve mit Satz. Ja, mega geil. Das wäre ja sowas für mich, also wenn ich Turnier reiten würde. Sie macht einen super Hintern. Das kann ich mir vorstellen. Nee, dann kaufen die zu viele, ja. Genau. Okay, und jetzt meine No-Turns, die ich gesehen habe, ja. Unsere No-Turns hier. Eigentlich jede Farbe, die das Herz begehrt, auch wenn natürlich ab und an mal noch eine Farbe auftaucht, die wir nicht haben. Und dann unser Eigendesign natürlich wieder. Wir haben sowohl welche mit Glitzer. Guckt euch das mal an, passend zu Easyflix. Schwarz-Gold. Ja, hier. Mega. Brauchst du für dein Pferd? Ja, ich brauche immer. Dann auch mit Stickereien. Sehr geil. Und was, glaube ich, für jeden Island-Pferdereiter das Passende ist,
Nonplusultra Islandfarben, sehr, sehr geil. Also Islandfarben ist ja auch immer so, was nie fehlen darf, finde ich. Ne? Wir hätten auch noch passende Bambusreitsocken dazu mit dem gleichen Design. Geil. Aber was ist denn jetzt, wenn ich nicht vor Ort bin? Also es sind ja nicht alle hier leider auf der Osi in Königsbrunn. Wie kann man dann an eure Sachen kommen? Online-Shop. Wir haben einen Online-Shop, www.isknapar.com. Wir haben auch einen für die Schweiz, www.isknapar.ch. Sehr geil. Und wir sind natürlich bei verschiedenen Ständen unterwegs und haben auch andere Leute, die unser Sortiment sozusagen vertreiben. Zum Beispiel Tölster, Eislein, in Benelux ist Atorka unterwegs für uns, in der Schweiz eben Isknapar Schweiz. Und wir sind auch an was am Arbeiten in Island, aber das ist auch noch ganz geheim. Okay, das erfahren wir dann beim nächsten Turnier hier in Augsburg. Also ich sage dir ganz lieben Dank und noch ein gutes Verkaufen. Danke. Euch auch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das Tempo, was ihr und euer Pferd am besten. 5,5 und 6,0. Hier im Hintergrund sehen wir unseren Sprecherturm sozusagen oder das Sprecherhaus. Jana Fiss ist dieses Wochenende ganz fleißig und kommentiert die Prüfung. Die ist auch gerade sehr beschäftigt, aber sie macht einen exzellenten Job. Wir dürfen sie derweil nur nicht stören, aber hier oben sitzt sie und guckt ganz konzentriert, dass auch ja nichts schief geht. Wir gehen einfach mal weiter und schauen hier später nochmal vorbei. Für die, die noch nie auf einer Paddock-Wiese waren, stehen wir jetzt hier mal auf einer Paddock-Wiese auf dem Turnier. Krass, oder? Guck mal, wir haben hier Pferde auf Paddocks, daneben die Anhänger und Autos. Und einige schlafen ja hier auch auf dem Turnier. Und vielleicht zeigt uns auch noch jemand, wie er hier auf dem Turnier genächtigt hat. Vielleicht finden wir irgendjemanden. Aber so sieht das eigentlich typischerweise aus auf dem Turnier. Paddockplatz, das ist eine große Wiese. Da sind dann so Fahrtwege wie hier. Neben den Paddocks lagert man meistens seinen Mist oder hat vielleicht noch so einen kleinen Misthaufen. Jeder hat irgendwie seinen Wasserbottich für ein Pferd, bringt sein eigenes Paddock mit, bringt sein Pferd alleine hierher. Paddockwiese kostet in der Regel immer extra Geld. Das zahlt man bei der Buchung von einem Turnier. Und die aktuellen Preise weiß ich gar nicht. Ich schätze das jetzt einfach mal 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro. 60 Euro kostet das mittlerweile. Okay, das ist gar nicht so wenig, aber dann für das ganze Wochenende. Also hier von Freitag bis Sonntag zahlt man 60 Euro. Da ist dann inklusive, dass Heu zur Verfügung gestellt wird, diese Weide. Meistens ist da ein bisschen Gras auf der Weide, was die Pferde dann abfressen können. Wir überfallen jetzt einfach mal hier einen Turnierteilnehmer. Den habt ihr vielleicht schon mal auf dem ein oder anderen Easyflex-Video gesehen. Vielleicht auch nicht. Der Lenny. Passt auf. Guck mal, Lenny. Hallo. Hallo, Lenny. Ist hier Strom drauf? Ja, voll. Echt jetzt? Okay, gut. Oh, ich gehe mal zu Lenny. Lenny, erzähl doch mal, was haben wir hier denn für ein Pferd? Hier haben wir Aitil. Aitil kann Pass, aber halt nicht auf dem Turnier. Ja, okay. Nee, Spaß. Also, mein Pferd, der hat ganz viel Pass, aber wir haben es halt bis jetzt nicht so richtig hinbekommen, auf dem Turnier zu zeigen. Und hatten auch leider auch dieses Mal wieder ein bisschen Pech. Was bist du denn auf dem Turnier geritten? Was hast du genannt? Ich habe genannt Speedpass, Passprüfung und Passrennen über 150 Meter. Und Aitil will auch seinen Teil dazu sagen. Ja. Nee, genau. Und leider hatten wir keinen gültigen Lauf. Und dann noch ein bisschen Pech, dass der Aitil im Kreuzgelaube angesprungen ist und dann sich noch getreten hatte. Und dann deswegen bin ich das Passrennen heute auch nicht mehr gestartet. Ach so, Nämlich heute ist Sonntag, heute ist Finaltag und da hat Lenny sich überlegt, nee, das muss nicht so sein. Genau. Ich sehe, du hast dein Pferd geschoren. Ja. Warum? Weil die tolle Lisa es mir gezeigt hat. Nicht Spaß. Ich? Nee, das ist einfach mit der Temperatur und dem langen Fell, da kommt er nicht mehr so gut klar und dann zur Erleichterung einmal geschoren und dann trocknet es auch wieder viel schneller, wenn sie schwitzen. Und bis es wirklich kalt ist, ist wieder genug nachgewachsen. Eine Frage habe ich noch. Du hast hier so eine coole Konstruktion. Dein Anhänger ist quasi in deinem Paddock integriert. Genau, ja. Ist das quasi so Schlafplatz oder Futterplatz oder Stall? Genau, eigentlich alles in einem. Nee, einfach im Stall, weil ich keinen Bock hatte, ein extra Pavillon aufzubauen. Und IT geht da ganz brav rein und der geht dann da, chillt auch drin im Hänger, wenn es regnet. Also ganz cool. Und er zertrappt das Heu auch nicht so ganz. Es versinkt da nicht so ganz im Schlamm. Zertrappt, also tritt das nicht so auseinander für die, genau, die das Wort noch nicht gehört haben, die nicht aus Bayern kommen. Sehr coole Konstruktion und sehr gute Idee auf jeden Fall fürs Turnier. Dann wünsche ich dir eine gute Heimfahrt, Lenny. Danke, euch auch. Wir haben für euch jetzt noch jemand ganz Besonderes aufgetan und gefunden, exklusiv für Easyflex, nämlich jemanden aus der Schweiz, der heute schon richtig abgeräumt hat hier. Wir gucken mal, ob wir auch beide Freunde werden. Willst du auch was sagen? Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist? Ja, mein Name ist Marianne Chapo und ich komme aus Esslingen in der Schweiz.
Du kommst aus der Schweiz, das heißt, es ist doch eine weite Anreise, oder? Ja, 4 Stunden haben wir gebraucht. 4 Stunden. Warum bist du dann hier nach Königsbrunn aufs Turnier gefahren und nicht woanders? Gibt doch auch andere bestimmt in deiner Nähe, oder? Ja, ich habe mein Pferd zur Verfügung gestellt, die ganze Saison, an einem Junior. Mhm. Und das letzte Turnier im Jahr reite ich selber. Und jetzt ist das in Basel, ist nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, ja, gehen wir dahin. Weil ich nur geradeaus reiten kann, keine Kurven. Warum kannst du keine Kurven reiten? Nein, ich will das nicht mehr. Ich will es einfach nicht mehr. Du liebst Pass sozusagen? Ja. Also du bist Passreiterin durch und durch. Was für eine Prüfung hast du hier genau gewonnen auf dem Turnier? Passrennen 250. Und ist das schon immer so, dass Pass dein Spezialgebiet ist oder deine Passion? Ja, meine Passion. Und was würdest du anderen als Tipp geben? Ich meine, du bist jetzt hier der Gewinner sozusagen, der Meister der Ende der Saison. Wie kommt man dahin? Wie wird man schnell im Passrennen? Ja, konsequent Training. Also die Pferde müssen schon auch gut geritten sein im Passrennen. Sie müssen mit sich reden lassen. Es ist auch ein bisschen eine Charaktersache vom Pferd. Es muss rennen wollen und doch mit sich reden lassen. Ja, und dann gib ihm. Und dann sagst du einfach schnell. Nur schnell. Bist du noch aufgeregt? Immer ja. Ich glaube, das gehört dazu. Darum macht man es ja. Sonst will man nicht. Muss man sein, okay. Ja, okay. Ich sage dir noch viel Glück und schon mal für die nächste Saison. Und eine gute Heimreise. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.